Komm, Stundenplan. Ah, gut, ey, 7, 8. Sechste Klasse. Und hier ist das Fach für euch in der sechsten Klasse. Physik hat keiner Bock drauf, ne? Das ist so schlecht in Physik. Ja, deswegen haben wir bei uns in der Show einen Vertretungslehrer eingeladen, den ihr alle kennt und liebt, auch zu Hause. Er macht immer Stimmung, wenn er hier ist. Und wenn er Physik oder Chemie macht, irgendwas Naturwissenschaftliches, dann fliegt hier alles in die Luft und er wirft Konfetti rum. Und das ist, also wirklich als letzte Stunde vor den Ferien habe ich ihm gesagt, Konrad, du kannst hier alles machen, was du willst, aber bitte kein Konfetti durch die Gegend werfen, weil ich muss es dann am Ende aufräumen. Begrüßt mit einem fulminanten Applaus den Vertretungslehrer im Fach Physik, Konrad Stöckel. Jawohl, Stimmung! Ja, hallo Konrad, kein Konfetti! Hallo Fips, hallo Kids, ja genau, kein Konfetti. Ich wollte auch nicht den Hausmeister hier unglücklich machen. Nein, liebe Leute, heute haben wir das Thema Druck. Und Druck, da wird's besonders spannend, wenn der Druck hoch ist oder sehr tief. Dafür habe ich einiges vorbereitet. Hier so ein kleines Konstrukt. Und hier habe ich so schöne Salzgurken mitgebracht. Die lege ich hier mal vorsichtig drauf. Das Schöne bei diesen Salzgurken ist, ich habe die vorher angestochen, also die Haut durchbrochen, einfach so einen kleinen Nagel oder eine Schraube genommen und so reingepiekst. So, was hat das aber mit Druck zu tun? Das seht ihr jetzt. Denn hier wird das Ganze drauf balanciert. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ja, dieser schöne Zylinder kommt oben drüber. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine Vakuumglocke. Und hier neben steht eine Vakuumpumpe. Die zieht jetzt gleich die Luft hier heraus. Ich schalte die mal an. Was jetzt passiert, wenn die Luft rausgezogen wird? So, es entsteht natürlich ein Unterdruck. Was dann in diesen Gürkchen passiert, ist Folgendes. Die Gürkchen, die sind ja voller Wasser. Das Wasser fängt jetzt schon bei Zimmertemperatur an zu kochen. Beim Unterdruck geht das sehr, sehr früh, also schon bei 20 Grad los. Somit düst durch das Loch hinten der Wasserdampf nach draußen. Und das treibt dieses wunderbare Karussell an. Wow. Es klappt, liebe Leute. Ja, lasst was hören, lasst mal die Klopfen. Ja, Stimmung. Ja. Und nichts eingesaut. Guck mal, nichts eingesaut. Nichts eingesaut. Das geht doch. Ganz höflich bin ich heute geblieben. Ja. Als nächstes, jetzt haben wir hier den Unterdruck. Ich schalte das mal aus. Ja, kommen wir zum Überdruck. Dafür habe ich diese 19 Liter Flasche mitgebracht. Und guck mal, hier habe ich was rangebastelt. Da ist innen eine kleine Glühkerze drin. Und das Teil hier ist ein Mini-Tesla-Transformator. Der schafft so ungefähr 50.000 Volt. Ich zeige das mal. Hier sieht man den Funken schön überspringen. Was passiert? Als erstes werde ich jetzt ein bisschen Benzin da reinspritzen. 2 Milliliter. Und das Ganze etwas zerstäuben. So, schön. Damit es gut in die Luft übergeht, wird das Ganze ein bisschen hin und her geschüttelt, draufgehauen, damit wir ein sehr gutes Luft-Benzin-Gemisch jetzt hier drin haben. So, das sollte reichen. So, und weil wir einen ordentlichen Überdruck hier erzeugen, soll auch was in die Luft fliegen. Das ist unser kleiner Stuntman hier, unser Fallschirmspringer. Der kommt hier oben rein ins Rohr, der Rest oben drauf. So, Luke, dir gebührt die Ehre. Ah, nimm den Mini-Tesla-Travo und zünde das Ding auf 3. Und ich darf den Stuntman jetzt fliegen lassen? Ja, und vielleicht sogar auffangen. Ja, sehr gut. 3, 2, 1, jetzt! Dich daran! Ja! So ist das beim Experimentieren. Warte mal, lass mich noch mal gucken. So. So. Jawohl! In letzter Sekunde. Es hat doch noch geklappt. Und es war Konfetti dabei, Konrad. Das muss ich aus Versehen irgendwie da drin hab liegen lassen. Ja, wenn es nur dabei bleibt, ist okay. Das kann mal vorkommen. Stimmung. So, aber, liebe Leute, so, als nächstes, guck mal, du hast hier unten einen Helm. Warum setzen wir uns einen Helm auf, Konrad? Ja, ich habe da noch so ein Experiment vorbereitet, Luke. Dafür ist ein Helm nicht schlecht. Ja, solange du nichts einsaust, ist alles gut. So, und dann folgst du mir einfach mal. So, Backstage, da habe ich was aufgebaut. Es handelt sich hier um ein Experiment mit flüssigem Stickstoff. Der ist hier in der Tonne. Der ist minus 196 Grad kalt. Ja, sobald er wärmer wird, fängt er an zu sieden und hat eine Ausdehnung von fast 700. Also aus einem Liter flüssigem Stickstoff werden 700 Gasliter. Und hier, da entsteht natürlich ordentlich Druck. Und hier habe ich ein heißes Wasser dabei, ja, das hau ich da oben drauf und dann wumm. Also heiß auf kalt. Heiß auf kalt, ja, exakt so ist es. Du bist geschützt. Warum, wir wollten das Studio nicht einsauen, warum haben wir hier überall Plane ausgelegt und ich sehe Mitarbeiter in Overalls und Schutz?
naja, also das gehört ja hier nicht wirklich mehr zum Studio. Also für mich ist das hier Backstage. Na gut. Tag, Mart, Konrad. Dann okay. Mach mal. Hier, in das heiße Wasser habe ich noch Spüli getan und das Ganze ein bisschen rot eingefärbt. Ja, damit wir was zum Gucken haben. Okay, Schutz. Schutzteam, ihr seid bereit? Alles im Okay. Alles geschafft. 3, 2, 1. Ja, geil. Ja, das hat ja wunderbar geklappt, liebe Leute. Hervorragende Reaktion. Das Ganze ist schön in die Luft geflogen. Die Ausdehnung, der Druck war enorm. Ja, hervorragend. Konrad. Ja. Solltest das Studio nicht einsauen. Ja, das ist ja auch kaum passiert, ja, wie man sehen kann. Also, ich finde, das kann man durchgehen lassen. Ja, es war schon geil. Es war schon geil. So, dann kommen wir wieder ins Studio. Denn die Witz und die Kids, ihr könnt ja jetzt ordentlich Punkte machen. Das ging ganz gut. In die Luft. Ja, okay, das war schon ganz geil. Ein schönes Experiment. Ja, aber danke, Conrad. Wie gesagt, ihr könnt jetzt Punkte machen. Und dafür habe ich noch ein kleines Experiment für euch vorbereitet. Guck mal, hier ist Papier und ich habe hier zwei Topfdeckel. Der eine liegt schon, hat so einen kleinen Gummiring hier oben drum. Den anderen, der liegt hier. So, was ich jetzt tun werde, ist, ich zünd das Papier an und dann stülpe ich einfach den zweiten Deckel oben über den ersten. Ja, was dann passieren sollte, ist, das Papier verbrennt, also der Sauerstoff in der Luft verbrennt. So, die Luft wird heiß, dann kühlt die Luft natürlich wieder ab. Es entsteht ein Unterdruck. Gleichzeitig haben wir unseren atmosphärischen Luftdruck, der denn das Ganze gleich zusammenhalten wird. Und die Frage an euch ist, wie viel Kilogramm Zug kann ich gleich ausüben auf die beiden Deckelhälften, bevor das Ganze nachgibt? So, Deckel drauf, achtet hier auf die Uhr. Da seht ihr, ja, der Zeiger, er steigt an. Es ist ein Unterdruck entstanden, es funktioniert. Ja, nochmal gut drauf gedrückt. Ihr dürft in euer Touchpad eingeben, wie viel Kilogramm Zug werden diese beiden Deckel mit dem Vakuum da drin aushalten, bevor sie auseinanderreißen. Komm, ich hänge das schon mal ein hier. Ja, damit wir hier gleich direkt loslegen können. So, das Ding hängt. Pumpt mal ein bisschen hoch, ich halte das noch so lange gerade. So, und dann bitte auf euren Touchpads eingeben. Was ist das hier? 35, wie kommst du denn noch 35? Jetzt bitte entscheiden! 3, 2, nein, einloggen, bestätigen, Leute! Und keine Ahnung, wer näher dran ist. Jetzt müssten die Ergebnisse vorliegen. Wir haben 54 Kilo bei den Kids und 300 Kilo bei den Vips. Ihr seid weit auseinander. Ich hab das gesagt, das ist wir voll haben gerade viel. Explosion gesehen, wir glauben an gute Energie. So, wir pumpen mal, wir haben schon 5 Kilo drauf. Das scheint. Ein klein bisschen Zug ist schon drauf. Alles klar, du nimmst gleich den Hebel. Da sind wir bei 17 Kilo, weiter geht's. So, ich dachte 100. Und wir sind jetzt bei 47 Kilo. Mach stärker, Oh, aber ich habe gerade schon was knacken gehört. Ja, das kann mal ein bisschen knacken. 103 Kilo. 103. Wir müssen auf 200. Weiter geht's. Ihr müsst so Richtung 200, 177. Oh, jawoll. 57 haben wir gerade. Wenn wir bei 177 Kilo sind, mach weiter. Seid ihr näher dran, liebe Vips. Wir gewinnen. Ich sehe es kommen. Wir gewinnen. Weiter geht's. Wir gewinnen. Ja. Wir haben nur 170, 180. Ja. Taliert das hier aber auch ordentlich aus. Ihr seid drüber. 230 Kilo. Aber mal gucken, also die Vips haben schon gewonnen und wir gucken jetzt, wo wir enden. Wird das eine Punktlandung? Nee, wir sind über 300 Kilo. Über 300 Kilo, die hier auf die Deckel wirken. Wir wussten das natürlich. Und das nur durch ein kleines Stück 350. Aber es knackst doch gerade gegen ins Gesicht gleich. Ja, ich habe auch schon Angst. 300. Wir sind gleich bei 400. Wow. Jawohl. Wunderbar, liebe Leute. Stimmung. Ja. Dafür haben wir noch eine Slow-Mo. So, wir wollen den höchsten Wert natürlich exakt haben. Wir sind bei 388,6 Kilogramm. Das hat doch wunderbar geklappt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Luke, das war's von mir. Vielen, vielen Dank an unseren Vertretungsleiter. Alle Sachen, die man im Leben nie braucht. Es sei denn, man ist bei uns zu Gast. Und ihr habt's gewusst, deswegen habt ihr Punkte auf eurem Konto. Es ist schön spannend hier. Geht's echt hin und her? Ich bin komplett eingesaugt und freue mich über 14 zu 7 für die Vips.